Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen von Erlesen TV. Mein Name ist Gabriele Engelmann. Ich lese heute aus meinem Jugendbuch Weiß wie Schnee, Rot wie Blut, Grün vor Neid, ein mörderischer Schneewittchenroman. Ja, wie der Titel schon erahnen lässt, habe ich mich dieses berühmten Märchens sozusagen neu angenommen, habe es modernisiert, ein bisschen cooler gemacht und beginne, glaube ich, mit der bekanntesten Frage eines Märchens überhaupt. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Die Frau saß wie jeden Morgen vor den großen, hell ausgeleuchteten Spiegeln in ihrem Spiegelzimmer und betrachtete sich kritisch von allen Seiten. Es hatte keinen Sinn, sich von gedämpftem Licht täuschen zu lassen. Wenn sie diesen Schönheitswettbewerb gewinnen wollte, würde sie alles in ihrer Macht Stehende tun müssen, um jeden noch so kleinen Makel zu erkennen und mit aller Entschlossenheit zu bekämpfen. Sie war schon so weit gekommen, um nichts auf der Welt würde sie sich jetzt noch aufhalten lassen. Sobald die Frau dieses Ziel erreicht hatte, wäre sie endlich frei. Und vor allem wäre sie nicht mehr gezwungen, mit anzusehen, wie das Mädchen von Tag zu Tag schöner wurde, ohne etwas dafür tun zu müssen. Während ihre eigene Schönheit immer mehr dahinwelkte, erblühte die andere wie eine Rose. Der Teint so ebenmäßig und hell, als sei er aus Milch und Honig. Das rabenschwarze Haar, das in glänzenden Kaskaden ihren schmalen, zarten Rücken hinunterfloss. Die vollen, sinnlichen, geschwungenen, blutroten Lippen, an die noch nie auch nur ein Hauch von Gloss oder Lippenstift gekommen war. Die Wimpern so lang und so gebogen, als hätte man sie mit einer Zange und Unmengen von Mascara bearbeitet. All das, was sich die Frau mit viel Kosten und Mühen erkämpft hatte, war dem Mädchen von Natur in Übermaß geschenkt worden. Spieglein, Spieglein an der Wand! Wer ist die Schönste im ganzen Land? Die Frau stand immer noch vor dem Spiegelkabinett und betrachtete ihren nackten Körper und das Gesicht. Hatte sie zugenommen? Waren die zarten Linien entlang ihrer Mundwinkel tags zuvor auch schon da gewesen? Fragend sah sie zum Spiegel. Doch zum ersten Mal seit langem war er ihr eine Antwort schuldig geblieben. Mit zusammengekniffenen Augen blickte sie ihn an und stellte ihm die Frage erneut. Die Antwort traf sie wie ein Faustschlag. »Frau Königin«, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr. Schneewittchen? Wer zur Hölle war Schneewittchen? War sie etwa eine der Teilnehmerinnen des Castings, für das sie sich angemeldet hatte? Die Frau holte tief Luft und versuchte, sich zu beruhigen. Sie wusste genau, dass zu viel Mimik ihrem Teint schadete und sie Gefahr lief, ihre Botox-Dosis erhöhen zu müssen. Und plötzlich wusste sie genau, wen der Spiegel meinte. Es war ihre verhasste Stieftochter Sarah. Aber die Frau würde es nicht zulassen, dass das Mädchen ihre Pläne durchkreuzte. Sie würde sie vernichten, ein für allemal. Ich fühlte mich so frei wie lange nicht mehr. Nicht nur, weil endlich Ferien waren, sondern weil ich den Plan gefasst hatte, mein Leben künftig neu zu gestalten. Hier auf der Tanzfläche der Diskothek Golden Poodle Club kam es mir vor, als könne mir nichts und niemand etwas anhaben. Weder die spießigen Lebensumstände in Langhorn, noch Bella, die von Tag zu Tag krötiger wurde. Ich würde die Sommerferien nutzen, um Geld zu verdienen und Dad bei passender Gelegenheit darum bitten, von zu Hause ausziehen zu dürfen. Mit seiner Genehmigung wäre das hoffentlich kein Problem. Mein Körper schwebte über den abgetretenen Bretterboden, meine Gedanken flogen durch den Raum und wurden eins mit der Musik. Ich konnte es kaum abwarten, Nobody Town und Bella für immer den Rücken zu kehren. Doch plötzlich raubte mir etwas die Luft zum Atmen. Etwas Kaltes, Metallisches bohrte sich unsanft in meine Magengrube. Ich hob den Kopf und blickte in das Gesicht eines tätowierten Mannes. Er beugte sich über mich und presste den Gegenstand weiter an meinen Bauch. Ich hielt die Luft an, mir wurde schwindelig und übel. Todesangst erfasste mich. Der Mann raunte mir zu, mit ihm zum Ausgang zu kommen und mich nicht zu wehren. Andernfalls hätte mein letztes Stündlein geschlagen. Das Blut rauschte in meinen Ohren. In meinem Kopf hämmerte ein Presslufthammer, der voller Wucht gegen meine Schläfen donnerte. Auf meinem neuen weißen Top hatte sich mittlerweile ein feines rotes Rinnsal gebildet. Ich konnte nicht mehr denken, mich kaum bewegen. Sämtliche Reflexe erschienen erlahmt. Oh mein Gott, ich würde hier inmitten all dieser Menschen sterben. Wie in Trance ließ ich mich zur Tür schieben und wagte es nicht, Augenkontakt mit irgendjemandem aufzunehmen. Auf der Terrasse des Clubs standen die Raucher, umklammerten ihre Bierflaschen und philosophierten über Gott und die Welt. Doch ich konnte nicht schreien, konnte niemanden um Hilfe bitten. Noch immer war ich wie gelähmt. Auf der Treppe nach unten zum Fischmarkt saß lachendes Partyvolk,
dass ich überhaupt keine Ahnung davon hatte, was gerade mit mir geschah. Mittlerweile hatte der Typ mich so gedreht, dass ich vor ihm herstolperte, den metallischen Gegenstand im Rücken, graue Steinstufen unter meinen Füßen. Aus dem Augenwinkel nahm ich die Mobilis und Skulpturen des Park Fiction wahr, vor mir glitzerte die nachtdunkle Elbe. Am gegenüberliegenden Ufer auf Dock 10 wurde noch emsig gearbeitet. Die Hafenbeleuchtung irrlichterte über den schwarzen Fluss und warf seltsame Muster auf das Wasser. Ich schauderte, denn es kam mir vor, als kröchen die dunklen Schatten direkt auf mich zu. Feuchter Schweiß lief mir den Rücken hinab. Würde der Typ mich hier erstechen und meinen Leichnam in die Elbe werfen? Im schummrigen Licht einer Laterne drehte der Tattoo-Mann mich schließlich erneut um, sodass ich ihm mitten ins Gesicht sehen konnte. Die Straße war menschenleer. »Hör auf zu zittern«, befahl er und berührte mit seiner Hand kurz meine rechte Schulter. Eine beinahe väterliche Geste, die ich nicht mit diesem grauenvollen Vorfall in Einklang bringen konnte. »Jetzt beruhig dich. Ich will dir nichts tun. Ich muss nur mit dir reden.« Er klappte ostentativ das Messer zusammen, das zuvor meine Haut aufgeritzt und meinen Top zerfetzt hatte. Meine Augen suchten die Umgebung hektisch nach einer Fluchtmöglichkeit ab. Ich musste nur schnell genug rennen, dann würde mich die Dunkelheit verschlucken. »Was wollen Sie von mir?«, fragte ich mit dem letzten Rest von Mut, den ich zusammenkratzen konnte. Ich musste ihn unbedingt in Sicherheit wiegen. Nur wenn ich das schaffte, hatte ich überhaupt eine Chance. »Dich warnen«, antwortete er, steckte sich eine Marlboro an und lehnte sich gegen die Betonmauer, die die Straße säumte. »Auch eine?« Ich schüttelte den Kopf. Wie konnte dieser Typ in aller Seelenruhe rauchen, wo ich vor Angst halb tot war? »Wovor wollen Sie mich warnen?«, presste ich hervor und versuchte, meine Stimme nicht allzu zittrig klingen zu lassen. Doch noch bevor er sprach, kannte ich tief im Inneren bereits die Antwort. Wenn es einen Menschen gab, dem ich so etwas zutraute, dann war es Bella. »Deine Stiefmutter ist offenbar kein besonders großer Fan von dir«, begann der Tattoo-Mann und blies Rauchkringel in die Nacht. »Und ich bin kein großer Fan von Menschen, die ihr das Leben zur Hölle machen und sie bedrohen.« »Wie bitte? Bedrohen? Hatte ich das eben richtig verstanden?« »Aber ich bin auch kein Mensch, der einfach so junge Mädchen um die Ecke bringt«, fuhr der Typ fort und setzte ein widerwärtiges Grinsen auf. »Selbst wenn man mich üppig dafür bezahlt, also schlage ich dir jetzt einen Deal vor.« Ich hielt den Atem an. Die Worte »um die Ecke bringen« bohrten sich in meinem Kopf. Das Ganze war also tatsächlich kein makabrer Scherz. Offenbar hatte Bella einen Auftragskiller angeheuert, um mich beiseite zu schaffen. Mein Herz schien einen Moment lang auszusetzen, ehe es wie wild gegen meinen Brustkorb hämmerte. »Und was soll ich jetzt tun?«, fragte ich und hörte, wie dünn meine Stimme auf einmal klang, dünn und kindlich. Ich ballte so gut es ging die Fäuste und versuchte mir dadurch Mut zu machen. Auf keinen Fall wollte ich mich als wehrloses Opfer fühlen. »Du gibst mir jetzt deine Kette mit dem Granatanhänger und versprichst mir zu verschwinden und dich niemals wieder in der Nähe deiner Stiefmutter blicken zu lassen. Ich behalte dich im Auge, Kleines, und ich schwöre dir, wenn du dich nicht an unsere Vereinbarung hältst, mache ich dich platt, ist das klar?« Damit hatte ich allerdings nicht gerechnet. Ich schluckte und nickte. Was hätte ich auch anderes tun sollen? Meine Finger berührten den herzförmigen Anhänger und meine Augen füllten sich mit Tränen. Seit ich denken konnte, hatte ich die Kette noch nie abgelegt. Sie war das Bindeglied zu meiner toten Mutter. »Muss das wirklich sein?« Meine Stimme war jetzt ein einziges Fliehen. Der Typ klappte sein Messer wieder auf und hielt es mir direkt an die Kehle. »Du hast die Wahl. Entweder du gibst mir das Ding und ich lasse dich laufen, oder du weigerst dich und ich muss dich töten. Den Schmuck bist du auf alle Fälle los, so oder so.« Der Schweiß brach mir aus allen Poren und ich zitterte so sehr, dass ich nicht in der Lage war, den Verschluss der Kette zu öffnen. Dass der Typ mir immer noch das Messer an den Hals hielt, erleichterte die Situation nicht gerade. »Soll ich dir helfen?« fragte er und alles, was ich denken konnte, war: »Finger weg von meiner Kette. Es ist, als würde Mom ein zweites Mal sterben.« Plötzlich packte mich unbändige Wut. Ich würde es nicht zulassen, dass Bella mein liebstes Erinnerungsstück in die Finger bekam. Diese Wut setzte ungeahnte Kräfte in mir frei und ließ mich endlich lossprinten. Blind vor Tränen und so verstört, dass ich einfach loslief, ohne zu schauen, wohin. Ich wollte einfach nur weg. Weg von diesem Mann. Meine Beine gaben alles, immer schneller jagten meine Füße über den Asphalt. Ich würde es schaffen, ich würde heil aus dieser Geschichte herauskommen. Mit einem Mal knallte ich voller Wucht gegen einen großen, harten Gegenstand. Verflucht, das durfte doch jetzt nicht wahr sein. Ich durfte jetzt keinesfalls schlapp machen, ich musste weiterlaufen.
In dem Moment war der Typ auch schon neben mir, packte mich am Arm und durchtrennte die Kette. Dann schnitt er eine Strähne meines Haares ab und verschwand so plötzlich, wie er gekommen war, in der Dunkelheit. Ich ließ mich erschöpft und zitternd auf den Erdboden gleiten, kalten Kunststoff in meinem Rücken. Anscheinend war ich in meiner Panik gegen die Wand einer Bushaltestelle gelaufen. Ängstlich lauschte ich in die Nacht und versuchte herauszufinden, ob er wirklich weg war oder mir hinter einer anderen Ecke auflauerte, um seinen Auftrag doch noch auszuführen. Etwas in mir weigerte sich, seinen Worten zu trauen. Ich musste so schnell wie möglich hier weg. Nur wie? Wie ein rettender Engel tauchte in diesem Moment ein Taxi auf und beleuchtete mit seinen Scheinwerfern die Straße. Trotz des schmerzenden Fußes sprang ich auf und rannte auf den Wagen zu. Er stoppte und ich riss die Autotür auf. »Na, wo soll's hingehen?«, fragte der Fahrer, als ich mich auf den Rücksitz gleiten ließ. Im Radio lief leise Musik, eine Opernarie. So wunderschön und traurig, dass sie mir schier das Herz zerriss. Plötzlich kam mir die Szene von gerade eben vor wie ein schlechter Film. Aber mein noch immer viel zu schnell schlagendes Herz strafte dem wohligen Eindruck, der im Auto herrschte, Lügen. Wo sollte ich jetzt nur hin? Es war schwer, die Frage des Taxifahrers zu beantworten, der mich bereits ungeduldig im Rückspiegel musterte. Alles in mir schrie nach den rettenden und schützenden Armen meines geliebten Vaters. Aber der war in Island und würde so bald nicht mehr wiederkommen. Und so sagte ich, Carolinen Passage Nummer 7. Etwas anderes fiel mir auf die Schnelle nicht ein. Ich betete, dass Jamie Tim oder einer der anderen Zwerge zu Hause war und mir Asyl für diese Nacht gewähren würde. Doch wenn ich den Worten des Tattoo-Mannes Glauben schenken würde, würde eine Nacht nicht reichen. Vielmehr musste ich eine dauerhafte Unterkunft finden. Der Wagen glitt durch die Straßen und wir passierten Kneipen, Clubs und andere Läden, aus denen Amüsierfreudige strömten und die Sommernacht genossen. Doch das Leben hinter den Autoscheiben drang nicht zu mir durch. Meine Hände zitterten und Übelkeit stieg in mir auf. Ich öffnete das Fenster einen Spalt, schloss die Augen und versuchte mich zu konzentrieren. Alles, was ich hatte, waren 100 Euro in meinem Portemonnaie, mein Ausweis, Kaugummis und die Klamotten, die ich trug. Nicht einmal mein Handy hatte ich bei mir, dabei hatte ich es sonst noch nie zu Hause vergessen. Ich stöhnte unwillkürlich. Das waren keine besonders üppigen Voraussetzungen, um in der Anonymität ein neues Leben zu beginnen.